Guten Abend miteinander. Das ist Schweiz aktuell und das sind heute unsere Themen. Ohne Konsequenzen. Die Entschädigungszahlungen an die ehemaligen Litauer Gemeinderäte sind zum Teil nicht gerechtfertigt gewesen. Trotzdem hat für sie der Fall keine Folgen. Die umstrittenen Abgangsentschädigungen, die sich Litauer Gemeinderäte selber gegenseitig zugesprochen haben, hat Schweiz aktuell vor zwei Monaten ausführlich thematisiert. Die Entschädigungen stehen im Zusammenhang mit der Fusion der Gemeinde Litau mit der Stadt Luzern. Unterdessen hat sich auch die Geschäftsprüfungskommission vom Luzerner Stadtparlament mit dem Fall beschäftigt. Heute hat sie ihre Erkenntnisse präsentiert. Die Kommission kommt zum Schluss, dass Zahlungen zum Teil ohne rechtliche Grundlage erfolgt sind, aber dass Gemeinderatsmitglieder das Geld grundsätzlich verdient haben. Der Bericht von Roman Bannholzer und Daniel Stadelmann. Alice Heimann ist die Präsidentin der elfköpfigen Geschäftsprüfungskommission GPK. Ihr Bericht ist mit Spannung erwartet worden. Viele Wellen haben die Beiträge von Schweiz aktuell geworfen, die über die Gepflogenheiten des Litauer Gemeinderat berichtet haben. Hinter dieser Fassade hat sich der Litauer Gemeinderat am 16. Dezember 2009 zu der allerletzten Sitzung vor seiner Auflösung getroffen. Und da haben sich die Mitglieder gegenseitig über 104'000 Franken als außerordentliche Zulagen abgesegnet. Heikel sind laut der GPK Zahlungen an Heidi Fähnrich und an Rico De Bona. Bei beiden haben klare Rechtsgrundlagen gefehlt, auch wenn der Gemeinderat ein Gutachten in Auftrag gegeben hat, wo die Zahlungen hätten sollen legitimieren. Dazu kommt, weder die Finanzkommission noch das Litauer Parlament haben etwas davon gewusst. Die GPK-Präsidentin Alice Heimann kritisiert den Litauer Gemeinderat. Also es war sicher heikel, sich auf das Rechtsgutachten zu berufen. Und es war mindestens politisch höchst unsensibel, sowohl der Einwohnerrat wie auch später der Grossstadtrat nicht über die Abgangsentschädigungen zu informieren. Zurückzahlen muss aber niemand etwas. Die Zahlungen sind moralisch vertretbar, findet die GPK-Präsidentin. Ganz anders sieht das die Minderheit innerhalb der GPK, vertreten vom Grossstadtrat Hans Stutz. Es gibt zwei Sachen, die zu bemerken ist. Das eine ist eine Art Selbstbedienungsmentalität von Litauer Gemeinderat, die in dieser Zeit der Fusion vorgeherrscht hat. Und zweitens ist noch, ich bin höchst unsicher, ob die rechtliche Abstützung für die Zulage, die man im Dezember 2009 gewährt hat, reicht. Warum dass der Litauer Gemeinderat seine Zahlungen am Parlament vorbei beschlossen hat, bleibt aber auch heute unbeantwortet. Also ganz schlüssig ist uns das nicht, wieso man bis zur letzten Sitzung gewartet hat. Man hätte ja auch nach der letzten Sitzung noch den Einwohnerrat einberufen können und das hat man unterlassen. In Zukunft sollen bei Fusionen solche Streitfälle vermieden werden, indem man klare Rechtsgrundlagen schafft, empfiehlt die GPK. Die GPK ist sich also nicht einer Meinung. Die Mehrheit sagt aber, die Zahlungen seien korrekt, wenn auch unsensibel abgelaufen. Die GPK hat bei ihren Untersuchungen zwar viele Dokumente studiert, aber die Direktbeteiligten nicht befragt. Auch Heidi Fähnrich hat den Bericht der Geschäftsprüfungskommission zur Kenntnis genommen. Was ihre Person angeht, hat sie nichts Überraschendes Neues erfahren. Grundsätzlich bin ich jetzt froh, dass der GPK bricht draussen. Ich habe ihn eigentlich auch in dem Sinne so erwartet und habe ihn jetzt so zur Kenntnis genommen. Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass Sie zu all diesen Vorgängen als betroffene Gemeinderätin nicht angehört und befragt worden sind von der GPK? Ja, das bedauere ich natürlich. Also ich hätte schon damit gerechnet, dass ich aufgeboten worden wäre vor der GPK. Also ich bedauere das sehr, ich hätte dort auch Stellung genommen. Neben der Heidi Fähnrich hat auch der Rico De Bona eine umstrittene Entschädigung bekommen. Er hat sich heute gegenüber Schweiz aktuell nicht äussern. Dafür redet Beat Stocker. Der Ex-Gemeinderat hätte auch gerne Auskunft gegeben vor der Kommission. Mich stört schon, wie die ganze Aufarbeitung angefangen hat, indem dass die Direktbeteiligten, sprich Gemeinderäte von Litau, die logischerweise an diesen Sitzungen waren, gar nicht zu Wort gekommen sind. Die wichtigen Personen sind schlichtweg nicht eingeladen worden in die GPK. Und es kommt noch happiger für den Beat Stocker. Seine Rentenforderungen, die rechtlich korrekt waren, haben laut GPK dazu geführt, dass sich bei den anderen Gemeinderatsmitgliedern Begehrlichkeiten geweckt haben. Die Aussage ist eine bodenlose Frechheit, um das einmal gelinde auszudrücken. Wir fahren jetzt auf eine andere Schiene und wollen das ganze Problem auf meine Entschädigung abwälzen. Ganz anders beurteilt der Stadtpräsident von Luzern die Zahlungen an die ehemaligen Gemeinderäte von Litau.
Der Urs W. Studer kann die rechtlichen Bedenken der GPK nicht nachvollziehen. Das ist die Meinung der GPK, dass sie sagt, es ist rechtlich heikel. Ich sage, das ist rechtlich eigentlich so okay gewesen. Es ist aber auch inhaltlich und politisch okay. Doch ausgestanden ist die unräumliche Angelegenheit noch nicht. Die SVP ist mit dem Bericht noch nicht zufrieden und fordert im Luzerner Parlament die Einsetzung von einer PUC. Soweit die Reaktionen aus Litau. Aber was sagen eigentlich die dazu, die mit Gemeindefusionen am meisten Erfahrung haben, nämlich Glarner? Die haben Anfangsjahr ihre 25 Gemeinden zu 3 Grossgemeinden zusammengeschlossen. Von gut 150 Gemeinderäten braucht es das nur noch 21. Sabine Dahinden hat beim Jakob Etter nachgefragt. Er war Gemeindepräsident der Gemeinde Mittlödi und Projektleiter der neuen Gemeinde Glarus Süd. Herr Ritter, wie ist die Frage der Entschädigungen gehandhabt worden bei der Fusion der Glarner Gemeinden? Das Thema ist gar nicht aufgenommen worden. Wir haben das in der Projektleitung nicht besprochen. Es ist nie zur Sprache gestanden, weil für uns ja von Anfang an klar war, dass am 30. Juni 2010 die Amtsdauer von allen dort ablaufen. Für alle ist fertig und jeder hätte die Möglichkeit gehabt, in neuen Gemeinderat wieder zu kandidieren. Und ist die Entschädigungsfrage je ein Thema gewesen bei der Fusion von anderen Gemeinden? Sie haben viel Vorträge gehalten bei anderen. Ich höre die Forderungen eigentlich heute das erste Mal. Und wenn ich zurückschaue an den Ort, an den vielen Orten, wo ich war, referiere, das war nie ein Thema gewesen. Die Frage ist nie aufgeworfen worden, obwohl Behördenmitglieder natürlich an diesen Veranstaltungen immer auch dabei gewesen sind. Was raten Sie anderen Gemeinden, die jetzt fusionieren wollen, damit nicht ähnliche Schwierigkeiten auftauchen? Ich habe schon mal gesagt, das überrascht mich. Und bei uns war es nie ein Thema gewesen. Aber ich denke, das Thema muss man aufnehmen. Wir hätten das jetzt sicher auch behandelt, entsprechend beschlossen und danach vor allem auch kommuniziert. Und da wäre der Fall, glaube ich, erledigt gewesen. Weil die Bevölkerung hätte sicher kein Verständnis für solche Forderungen.